Leute, der Hearts-Song schmettert wieder durchs Stadion. Hier in Edinburgh, die Hearts of Midlothian, heute gegen die Glasgow Rangers, die natürlich, wie schon erwähnt, der Top-Favorit sind in dieser Saison auf den Aufstieg, obwohl sie selbst erst Aufsteiger sind aus der dritten Liga. Wir sind Absteiger aus der ersten und trotzdem ist die Kluft so groß. Ihr seht es oben schon an der Mannschaftsstärke, es sind fast 50 Punkte und wir sind ja auch nicht unbedingt Fallobst. Jetzt die erste Chance in der 23. für die Favoriten. Klärt zur Ecke, gemeint ist Daniel Wilson nach Flanke von Lee Wallace, einen Schritt schneller als Chris Boyd. Das ist schon mal schön, dass es hier nicht gleich ans Null steht, aber die Ecke wird gefährlich. Die wird gefährlich, Lee Wallace auch hier führt er das ganze Ding aus. Und jetzt bin ich gespannt. Daniel Wilson kann den Ball klären, nachdem Ian Black den Ball noch verlängern konnte nach der Ecke. Und es kommt auch kein Nachschuss mehr, das ist schon mal ganz gut. Wir müssen jetzt aber draufgehen. Wir müssen draufgehen und ich werde den Einsatz auch ein bisschen erhöhen. 96%. 0-1. 0-1. Einzelaktion von David Templeton. Das ist der Rechtsaußen von den Rangers. Und der erzielt in der 24. hier das 1-0. Da konnte Pajado nichts mehr machen. Und eine Taube landet auf dem Tor von Steve Simonsen. Also wir sind zurzeit leider Gottes sehr, sehr harmlos. Scott Robinson wird von Ian Black gelegt. Und da merkt man schon, dass der Frust da ist. Und stürmt zum Schiedsrichter, meckert und bekommt deswegen die gelbe Karte. Klar, es ist unnötig, klar, ne? Aber man kann ihn verstehen. Und der Lauf in den letzten Wochen, den wir hatten, der hat uns schon das Ganze so ein bisschen vergessen lassen, dass wir wirklich einen schweren Umbruch hatten. Und auch hier gibt es die nächste gelbe, Lee Wallace. Gutes Foulspiel gegen El Hasnaoui. Jetzt haben wir die erste Möglichkeit und vielleicht können wir sofort den Ausgleich erzielen. Konter über Pajado, kein Problem, aber für Steve Simonsen im Tor. Schade. Halblinke Position am Strafraum abgezogen. Ich habe bewusst kein 3D-Spiel gemacht, weil ich mir das für später aufheben wollte. Und jetzt für den Beginn der Saison, hier vor allen Dingen auch zu Hause, dachte ich mir, dass es im Textmodus locker ausreichend sein sollte. Ellenbogenstoß gegen Sufyan El Hasnaoui, da gibt es auch nur Gelb. Also das ist ein hartes Spiel. Aber das ist von unserer Seite auch klar, wenn ich sage, geht drauf, dass sie eben nicht mit Handtäschchen geworfen wird. Es ist wieder meckern. Es ist wieder meckern, es ist wieder überflüssig. Das rechte und das offensive Mittelfeld jetzt mit Gelb belastet. Chancen hatten wir nicht wirklich. Den einen Konter, den hätten wir besser spielen müssen. Dann wäre vielleicht was drin gewesen. Billy King hat eine 5. Jetzt könnte ich natürlich gucken, dass man eventuell Walker auf die Seite stellt mit einer 64. Das würde eben gehen. Und Sam Nicholson auf die andere Seite. Dann hätten wir das Problem schon mal erledigt. Das ist momentan erfüllt. Also wir kämpfen scheinbar wirklich um jeden Ball, aber die Rangers scheinen einfach stärker zu sein. Ich weiß, dass ihr es besser könnt, Jungs. Das habt ihr gezeigt in den vergangenen Spielen. Die stehen ja noch hinter uns, die Rangers. Aber wenn sie heute gewinnen sollten, kann sich das natürlich ändern. 15 von 20, die Stimmung ist gut. Ich bin auch ganz froh, dass das Teamwork nicht mehr in dem orangenen Bereich ist. Wir massieren Callum Patterson. Jetzt ist alles schwarz und nichts mehr orange. Das wird sich bei ihm gleich wieder ändern, wenn ein paar Minuten verstrichen sind. Eckersley auf eine 88. Und vorne, ich denke, dass wir... Na, nehmen wir El Hasnaoui mit. Dass der noch ein bisschen länger vorne spielen kann. Und die Jungs beschäftigen kann. Haben alles erledigt. Ich würde aber sagen, in der Taktik ein bisschen riskanter spielen. Und vielleicht nicht so lang. Vielleicht eher auf das Kurzpassspiel. Ja, da vorzugehen ist, glaube ich, Selbstmord. Zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber wir müssen auf 100% jetzt gehen. Und das ist auch egal, wenn da noch ein paar gelbe Karten mal rumspringen. Das ist einfach nötig jetzt. Und ich erwarte mir dann vielleicht irgendwo schon einen Impuls von Sam Nicholson. Das hat er ja sehr gut gemacht im letzten Spiel gegen Queen of the South. Also warum nicht? Wir gehen rein und lassen alle Jungs mal warm laufen. Konzentration ganz am Anfang ist wichtig. Und jetzt wird die Frage sein, können die Rangers das hier runterschaukeln in der zweiten Halbzeit und uns damit die erste Saisonniederlage beibringen? Oder kommen wir noch wieder? Sie bekommen die erste Ecke über Lee Wallace, ist die zweite in dieser Partie. Oh, jetzt wird's hässlich. Torwart haut Alim Öztürk weg. Lee McCulloch trifft den Ball aber nicht und setzt den nebens Tor letztendlich. Und da haben wir Glück gehabt. Unser türkischer Innenverteidiger
jetzt mit Sicherheit mit Kopfschmerzen. Aber wenigstens nicht bis 0:2 aus unserer Sicht. Es beginnt zu pissen und wir haben gleich die erste Möglichkeit über eine Ecke von Nicholson. 51. Minute. Robinson verlängert. Also die Hoffnung ist da. Und der ist drin. Flach aus dem Gewühl und es ist Osman Sow. Also, der Ausgleich. Die Hymne ist immer noch recht leise. Aber man kann es zumindest wahrnehmen. Super Geschichte. Jamie Walker mit einer 5. Und wir machen sofort weiter. Schade. Scott Robinson. Mannschaftsdienst nicht passt zu Walker, der auf der rechten Seite eben, wie gesagt, die Probleme zu haben scheint. Verzieht überhastet. Und jetzt die Rangers wieder. Abseits. Dean Shields mit dem Pass auf Chris Boyd. Der alleine vom Keeper. Aber es war abseits. Gott sei Dank. Die Rangers machen aber weiter. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal drauf hier. Neil Alexander fängt den Ball ab. Weiter Einwurf von Black. Aber er schafft es leider nicht, für uns einen Konter einzuleiten. Und somit sind die Gäste wieder im Ballbesitz. Ist aber alles Makulatur, denn jetzt wieder wir. Es geht hin und her. Das ist Wahnsinn. Souverän entschärfen kann Simonsen diesen Ball von Osman Sow aus 13 Metern. Nächste gelbe Eckersley. Der hat nur eine 4. Klares Handspiel. Und das muss ich jetzt, da muss ich jetzt reagieren, weil in der Verteidigung können wir uns das nicht leisten. Ja, wir werden nicht toben. Vielleicht, nee, das muss man nicht machen. Also mit dem Rücken zur Wand könnte man es irgendwo verstehen, so im Stile von Jürgen Klopp, wenn dann da mal was rausrutscht. Aber in der Phase absolut nicht. Kevin McCarthy, unerfahrener Linksverteidiger, sehr, sehr junger Spieler, wie der große Rest der Mannschaft eigentlich auch, kommt jetzt für Eckersley. Ich hoffe nicht, dass das die Rangers einlädt. Möglichkeit für uns, die ist super gut. Die ist klasse. Osman Sow mit der Möglichkeit gegen Hutton hat er sich durchgesetzt. Aber Simonsen, der Keeper unserer Gäste, heute mit einer super Leistung, kann ihn da noch an Vorstrecken hindern. Bilal Mosny für Darren McGregor. Wechsel in der Innenverteidigung mit einer 60 nur. Ich will jetzt mal gerade reingehen und möchte mal gucken, wie groß der ist. Aber von der Stärke her kommt er nicht ganz mit Nebenmann Saliukas. 1,91, also groß ist er. Das bringt dann nichts, mit noch höheren Bällen vorne zu agieren aus dem Halbfeld. Wir dürfen noch einmal wechseln, aber es ist noch lang zu spielen. Ich möchte mir das noch offen halten. Nächste Chance, diese war sehr harmlos. Lee McCulloch, ungenauer weiter Ball nach vorne. Und kein Mensch weiß damit was anzufangen. Ausgenommen natürlich unsere Spieler, die haben natürlich dann das sehr, sehr gerne angenommen. Ans Fünfereck, jetzt wird's gefährlich. Dean Shields. Volley aufs Tor. Ich hoffe, dass der Keeper irgendwas machen kann. Nee. Kann er nicht. 20 Minuten vor dem Ende die Rangers wieder mit der Führung. Im Endeffekt ist es nicht unverdient. El Hasnaoui kommt heute gar nicht zu Potte. Leider nicht. Leider nicht. Ich denke mal, James Keatings kommt jetzt. Na, was haben wir hier? Abseitsstellung. Scott Robinson auf Sam Nicholson und unser linker Mittelfeldspieler. Hatte sich zwar schön durchgesetzt, aber die Sache ist eindeutig und somit natürlich gibt es keine andere Möglichkeit, als hier abzupfeifen. Jetzt machen wir uns natürlich das Leben selber schwer, wenn wir jetzt hinten aufmachen. Aber das ist klar, die Gefahr eines 1:3 ist eben jetzt da. Robinson aus 25 Metern mit dem Selbstvertrauen der vergangenen Wochen. Aber der Ball ist ungenau. Jetzt kommt Arnold Peralta für Lee McCulloch. Defensives Mittelfeld. 50er Stärke. 50er Stärke. Also, das ist ein Fall für die Taktik. Ganz eindeutig. Wir werden jetzt hier die Außenspieler ein bisschen mitnehmen. Also, auf der Seite ist es ja sowieso schon de facto nicht anders gewesen. Innenverteidigung ein bisschen mehr mit raus. Pallado geht hier ein bisschen mehr mit. Robinson dann zurück. Ja, und dann natürlich insgesamt bei den Anweisungen. Steil gehen, McCarthy, was ist eigentlich für ein Spielertyp? Eher offensiv. Ja gut, dann darf er das auch jetzt. Darf er jetzt auch steil gehen. Die sollen vornehm stehen bleiben. Distanzschüsse bei Sow. Das hat ja schon zweimal gefruchtet in der Saison. Flankenhäufigkeit, Vorstöße, alles gut. Pallado, dann nehme ich jetzt die Vorstöße mal weg. Also wenn der jetzt Bock hat, dann kann er von mir so gerne vorne rumrennen. Na gut, lass mal 51. Ich habe jetzt keinen Bock da zu knausern, auf die 50 genau zu kommen. Die Rangers, nutzen sie die Chance. Halb linke Position, 16 Meter, Kenny Miller. Auf ihr verfehlt das Tor deutlich. Von der Taktik her, abseits, Falle.
bringt uns das was? Ich weiß es nicht. Wir spielen auf jeden Fall das volles Pressing. Das ist klar. Ecke von Nicholson. Abwehr der Rangers, aber ganz souverän. Leider können wir da jetzt nicht dranbleiben. Es wechselt mal wieder hin und her. Chance für uns, Chance für die Rangers. Über den Querbalken Shields. Also der das 2-1 geschossen hat, hat jetzt hier die Chance zur Entscheidung. Black scheint sich verletzt zu haben. Pajado spielt den Ball raus. Ja, voller Angriff, ne? Es bleibt nichts mehr. Es bleibt nichts anderes mehr. 10 Minuten noch. Schaffen wir es vielleicht irgendwie nochmal vorne. Ne, die spielen jetzt auf Zeit. Die spielen jetzt auf Zeit und versuchen uns rauszulocken. Abwehrreihe kommt vor. Einsatz ist klar. Müssen wir jetzt. Machen die jetzt den Deckel drauf. 100%ige Chance für den Favoriten. Kevin McHattie macht den Fehler. Templeton mit zwei Übersteigern geht vorbei. Mit der Picke ins Tor. Ja gut, 1-3. Das ist damit die Entscheidung. Kevin McHattie, das war keine gute Einwechslung. Das muss ich mir jetzt wirklich ans Bein binden. Der ist komplett überfordert. Mit einer 6,0 in diese zweite Halbzeit. Riesenchance in Edinburgh. Konterchance nochmal für uns. Wir haben Überzahl. Wie haben wir das denn jetzt hingekriegt? Scott Robinson macht er sein nächstes Tor gegen Simonsen. Alleine vom Keeper. Macht er nicht. Macht er leider nicht. Dann wäre nämlich nochmal was machbar gewesen. Was möglich gewesen in den letzten Minuten. Glanzparade. Klasse Leistung vom Torwart. In der 84. Minute. Ja, man kann jetzt natürlich sich darüber ärgern. Man muss aber einfach sehen, dass wir heute gegen die Mannschaft gespielt haben, die es zu schlagen gilt in der Saison. Und die haben immer ein paar Probleme gehabt am Anfang der Saison. Nächste Chance zur Ecke. Jetzt sind beide hier aggro unterwegs, beide Mannschaften. Und es kann ihnen jetzt passieren, dass wir jetzt komplett auf die Fresse kriegen. Flach ins Netz, ja. Also 1-4 ist meiner Meinung nach deutlich zu hoch. Das ist deutlich zu hoch. Wenn wir nochmal auf die Statistiken gucken hier. Ja, die hat natürlich mehr Großchancen, aber ja, wir haben zumindest auch vom Ballbesitz her gut mitgespielt. Die machen weiter Druck. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr allzu hoch wird. Wir haben uns unser Schicksal ergeben. Ansonsten, was bleibt festzuhalten, eben dieser Wechselfehler mit McHattie. Kein wirklich guter Akteur heute. Nochmal die Rangers. Kommt, Leute, habt doch ein bisschen Erbarmen jetzt hier. Dean Shields, weg von Daniel Wilson. Möchte jetzt noch den Torwart ausgucken, ne? Versucht dann jetzt nochmal einen Kunstschuss. Hat nicht funktioniert. Wir lassen uns eben nicht hängen. Auf dem Tornetz. Osmans Sohn nach Vorlage von Robinson aus 16 Metern mit dem Heber. Aber der Torwart hätte sich den Ball wahrscheinlich eh geschnappt, wenn es gefährlich gewesen wäre. Patterson mit der dritten Ecke, die wir bekommen, auf den kurzen Pfosten. Ne, beim letzten Mal haben wir den verlängert, dann war er drin. Steven Simonsen prallt gegen den Pfosten. Präzise unten trifft James Keatings. Bilal Mosmi, das hat er nicht gut geklärt, aber sie können es verschmerzen, weil sie führen mit 4-2 immer noch. Aber es trifft wieder der Joker, James Keatings, wie gegen Queen of the South. Da hat er ja auch das Entscheidende, das heißt Entscheidende, das war das letzte Tor immer mit des Spiels. Nochmal Absatzposition, Templeton auf Boyd und der wird von Wilson ins Abseits gestellt. Also, letztendlich steht eine Niederlage, die erste der Saison fest am vierten Spieltag gegen die Rangers. Konnten wir uns nicht in Szene setzen, wie wir das wollten, also nicht anknüpfen an die vergangenen Spiele. Ich sehe gerade, da gibt es noch zwei verschiedene rote Bälle. Einen dunklen und einen hellen. Wahnsinn, ich hatte bis das auch noch gar nicht am Schirm gehabt. Ja, man muss jetzt nicht allzu traurig sein. Das ist im Prinzip eigentlich klar, dass die Saison für uns als Aufbausaison gilt. Wenn die Rangers aufsteigen, dann hoffentlich in der nächsten Saison mit weniger Gegenwehr und dann den Angriff starten. Machen wir mal schauen. Wir haben 36 Spiele, der vierte ist vorbei und wir schauen nochmal drauf, was es jetzt für die Tabelle heißt.